Was haben Bibi Blocksberg, Ronald Reagan und Hermann Hesse gemeinsam? Richtig, sie alle haben eine Alliteration im Namen. Das heißt, der Vorname und Nachname beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Ich finde das ein sehr interessantes Phänomen, besonders Schriftsteller benutzen das oft für ihre Charaktere. Benjamin Blümchen, Severus Snape, Bilbo Beutlin, es gibt so viele Beispiele. Die Frage, die wir uns in diesem Video stellen wollen, ist, wie häufig treten solche Alliterationen bei echten Namen eigentlich auf? Und entscheiden sich Eltern eigentlich bewusst dafür, ihren Kindern einen Vornamen zu geben, der mit dem gleichen Buchstaben anfängt wie der Nachname? Oder passiert das eher aus Zufall? Um diese Fragen zu klären, werden wir zusammen in Python einen sehr interessanten Datensatz analysieren und gucken, was es mit den Alliterationen in Namen auf sich hat. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir unsere Daten her? Was wir uns ja wünschen würden, wäre eine Liste von möglichst tausenden von Namen von zufällig ausgewählten Personen aus Deutschland. Hätten wir so eine Liste, könnten wir hier einfach durchgehen und gucken, in wie viel Prozent der Fälle es überhaupt auftritt, dass Vorname und Nachname mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Meine Theorie dazu wäre nämlich, dass Eltern sich schon sehr viel Gedanken machen, wie sie ihr Kind nennen. Wenn ich mit Nachnamen Grube heißt, werde ich meine Tochter wahrscheinlich nicht Claire nennen. Daher denke ich, man müsste Alliterationen zumindest häufiger finden als bei einer komplett zufälligen Auswahl der Namen. Ob das wirklich stimmt, wird sich gleich zeigen, wenn wir die Daten auswerten. Die Frage ist jetzt, woher bekommen wir eine Liste mit mehreren tausend deutschen Namen? Ich hatte zuerst so an Telefonbücher gedacht, dass man da einfach durchgucken könnte. Ich meine, da stehen sehr viele Namen drin, aber ich habe leider kein Telefonbuch zu Hause und im Internet habe ich da auch nichts Verwertbares gefunden. Deswegen hatte ich eine andere Idee. Es gibt auf Wikipedia solche Seiten hier, Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages für jede Wahlperiode. Es gab bisher 19 Wahlperioden. Das heißt, es gibt 19 solche Seiten und für jede Wahlperiode findet man hier so eine Liste mit ca. 500 Namen von Abgeordneten, die in dieser Wahlperiode im Bundestag saßen. Das ist doch ein guter Anfang, habe ich mir gedacht, die Daten können wir nutzen, also habe ich mir einfach 19 Textdateien erstellt und für jede Wahlperiode die Tabelle von Wikipedia einfach da rein kopiert. Das Gute ist, weil ich das als Tabelle einfach von Wikipedia zack runter kopiert habe, sind die schon automatisch tabstop separiert, diese CSV-Dateien, und das macht es jetzt für uns sehr einfach, wirklich die Namen hier rauszufiltern und die zu analysieren. Aber erstmal sollten wir diese ganzen Dateien hier zusammenfügen in eine riesige Datei. Und das machen wir jetzt. Dazu werden wir jetzt auch direkt in den Code reingehen. Wir programmieren uns für diese Aufgabe ein kleines Programm in Python. Wir wollen nicht alles manuell machen. Unsere Zeit ist wertvoll und der Computer kann viele Sachen so viel schneller als wir. Um das Video zu verstehen, brauchst du aber kein bisschen Python können oder programmieren oder irgendwas. Wenn dich das Ganze aber dazu inspiriert, selber programmieren zu lernen, würde mich das sehr freuen. Das erste, was wir machen, Pandas importieren, ist egal, ist nicht so wichtig. Das ist nur ein Modul, damit können wir die Daten besser transformieren. Dann machen wir für jede unserer 19 Dateien jetzt folgendes. Wir lesen diese Datei ein und haben die dann als Datenobjekt. Und diese Datenobjekte packen wir jetzt einfach alle hintereinander. Dann haben wir ein riesiges Datenobjekt und das lassen wir uns hier mal ausgeben. Das Ding hat 11.550 Zeilen. Das ist sehr viel. Es gab niemals so viele Bundestagsabgeordnete. Wodurch das kommt, ist, dass manche Bundestagsabgeordnete in mehreren Wahlperioden im Bundestag saßen und dadurch auch in mehreren Listen drin sind. Die müssen wir jetzt natürlich erstmal rausschmeißen. Wir wollen ja nicht irgendwelche Namen doppelt drin haben. Das machen wir mit dem Befehl hier, Drop Duplicates, und danach nennen wir den Datensatz einfach Datensatz gereinigt. Und dann sehen wir, wir haben hier nur noch ca. 4300 Reihen drin. Das heißt, wir haben jetzt eine Namensliste mit 4300 Namen, wo kein Name doppelt vorkommt. Hier ergibt sich schon mal die Möglichkeit, was sehr Interessantes über Bundestagsabgeordnete zu lernen, nämlich wie lange diese durchschnittlich im Parlament bleiben. Wir hatten zuerst so 11.500 Zeilen und wo wir dann Duplikate rausgeworfen haben, waren es dann plötzlich nur noch ein bisschen mehr als 4000. Das heißt, wir können die einfach durcheinander teilen und dann ergibt sich die Zeit, die so ein Bundestagsabgeordneter durchschnittlich im Parlament sitzt. Und das sind hier 2,68 Wahlperioden im Schnitt. Es wird ja alle 4 Jahre gewählt und deswegen entspricht das 10,75 Jahren. Also mehr als 10 Jahre sitzt so ein Bundestagsabgeordneter durchschnittlich in seinem Leben im Bundestag. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ist. Als nächstes müssen wir den Namen hier aufspalten in Vorname und Nachname und dann können wir bestimmen, ob das eine Alliteration ist oder nicht. Wir müssen halt einfach nur gucken, ob der erste Buchstabe vom Vornamen der gleiche ist wie der erste Buchstabe vom Nachnamen. Und daraus ergibt sich dann dieser Datensatz hier. Wir haben dann hier nicht nur Name, sondern auch Vorname und Nachname als einzelne Zeilen und für jeden Kandidaten hier dann auch, ob das eine Alliteration ist oder nicht. Hier steht dann false, false, true. Können wir mal gucken bei der Nummer 2. Wer war das hier bei true? Aha, Adolf Ahrens. Stimmt, ist eine Alliteration im Namen, buchen wir so ab. Was wir dann direkt machen können, ist von diesen 4000 Namen uns einfach nur die anzeigen zu lassen, die eine Alliteration drin haben. Als Ergebnis bleiben dann noch 234 Namen übrig. Wir können uns die einfach mal angucken. Was haben wir hier? Adolf Ahrens, Adolf Arndt. Ja, damals war der noch in Mode, der Name. Wir können auch in den Gesamtdaten hier mal kurz gucken, wie viele Leute denn Adolf hießen. Okay, 56 durch 2, das sind 28, weil in jeder Zeile steht ja hier zweimal Adolf. Also 28 Personen mit dem Vornamen Adolf saßen jemals im Bundestag. Heftig. Okay, zurück zur Aufgabe. Wen gab's noch? Bernhard Bauknecht, Eduard Edert, Ferdinand Friedensburg, Konstantin Kuhle. Ich finde, das klingt viel cooler, eine Alliteration im Namen zu haben. Was meint ihr? Schreibt's mir mal gerne in die Kommentare. Als nächstes wollen wir wissen, wie viel Prozent der Namen haben denn überhaupt
habt eine Alliteration drin. Dazu habe ich diese kleine Funktion hier geschrieben, die guckt sich einfach die Gesamtdaten an, guckt, wie viele Leute da drin sind. Dann werden als nächstes nur die Personen genommen, die eine Alliteration im Namen haben. Davon wird dann die Länge genommen und dann wird das einfach durcheinander geteilt. Dann haben wir hier diesen Anteil. Und dann können wir hier gucken, der Anteil Abgeordneter mit Alliteration im Namen ist also 0,054. Das sind 5,4%. Das ist in etwa einer von 18. Jetzt müssen wir uns fragen, ist das Zufall oder kommt das häufiger vor, als man es bei Zufall erwarten würde? Jetzt kann man sich denken, okay, das Alphabet hat ja 26 Buchstaben. Dann müsste, wenn das alles nur Zufall ist, bei circa einer von 26 Personen, dass ja zufällig auftreten, dass der Nachname den gleichen ersten Buchstaben hat wie der Vorname. Hier haben wir aber einen von 18. Ist das nicht schon ein Indiz dafür, dass wir viel häufiger Alliterationen im Namen haben, als der Zufall das eigentlich will? Und dann müssen wir sagen, stopp, wir haben erstmal einen großen Denkfehler gemacht. Das mit dem 1/26 kann so gar nicht stimmen. Um zu verstehen, warum es auch bei Zufall nicht nur einer von 26 ist, gucken wir uns mal folgendes Beispiel hier an. Wir stellen uns mal wirklich vor, unser Alphabet, was wir im Deutschen hätten, hätte nur zwei Buchstaben, A oder B. Das heißt, der Vor- und der Nachname könnten jeweils nur mit A oder B anfangen, aber der Buchstabe A kommt viel häufiger vor als B. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, das hier ist unsere Liste von Vornamen, dann beginnen die fast alle mit A. Und für den Nachnamen wählen wir jetzt in jedem Fall immer zufällig A oder B, aber B kommt ja sehr, sehr selten auch nur vor. Das heißt, B wählen wir nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, von diesen ganzen A's hier wird wahrscheinlich nur zu einem ein B zugeordnet. Wenn wir wirklich nur A und B hätten und es wäre eine Gleichverteilung, dann müsste man ja erwarten, dass Alliterationen in 50% der Fälle auftreten. Hier ist es aber viel mehr, weil A viel häufiger vorkommt. Die deutsche Sprache hat natürlich mehr als zwei Buchstaben, aber trotzdem sind die nicht gleich verteilt. Hier seht ihr mal eine Statistik dazu zur Buchstabenhäufigkeit in deutschen Texten. Und da sehen wir zum Beispiel, der Buchstabe E ist der häufigste, mit Abstand sogar. Aber sowas wie X und Q wird sehr, sehr selten benutzt. Deswegen ist es so, dass wir auch für unsere Namensliste nicht davon ausgehen können, dass da plötzlich alle Buchstaben mit gleicher Häufigkeit auftauchen. Wir können ja mal in die Daten gucken, wie häufig welcher Buchstabe als Anfangsbuchstabe von Vornamen auftritt. Hier sehen wir den Output davon. Wir erinnern uns nochmal, wir hatten über 4000 Namen, über 290 von denen haben ein A als ersten Buchstaben, immer noch über 240 ein E und andere Buchstaben sind aber deutlich unbeliebter. Hier zum Beispiel X, Y kommt wirklich sehr selten vor. Hier habe ich diese Verteilung einfach mal plotten lassen und wir sehen hier wirklich, H scheint der häufigste Anfangsbuchstabe von Vornamen zu sein. Sehr selten X, Y, Z, aber das war uns eigentlich vorher schon klar. Nochmal zurück zu der Liste, die ist ja alphabetisch sortiert. Wir können jetzt mal durchgehen. M, N, O, P, Q, R, O. Wo ist denn das Q? Es gibt gar kein Q. Das heißt, es gab noch niemals einen Bundestagsabgeordneten, dessen Vorname mit Q beginnt. Das Thema Diversity wird auch immer wichtiger. Wer kümmert sich um die Diversity bei den Vornamen? Das heißt, wenn du Quinn heißt, ist das karrieretechnisch wirklich deine Chance, komplett durchzustarten. Guten Tag, mein Name ist Quinn. Ich gehöre zu einer unterrepräsentierten Gruppe, die es bisher noch nicht in den Bundestag geschafft hat. Ich repräsentiere alle Q-Menschen. Wählt mich. Wäre doch eine gute Kampagne. Wir haben unsere Zahl ausgerechnet. Circa einer von 18,3 Bundestagsabgeordneten hat eine Alliteration im Namen. Jetzt stellt sich die finale Frage, ist das wirklich überdurchschnittlich viel oder weist es eher darauf hin, dass das noch im Rahmen von Zufall liegt? Und wie wir das machen, ist mit einer Simulation. Wir simulieren einfach ganz viele alternative Realitäten, in denen die Namen der Bundestagsabgeordneten durcheinander gewürfelt sind. Also für jeden Bundestagsabgeordneten lassen wir den Vornamen einfach stehen, aber ordnen ihm irgendeinen zufälligen Nachnamen zu, aus den ganzen Nachnamen, die wir haben. Das heißt, Konrad Adenauer heißt danach vielleicht Konrad Kohl. Konrad Kohl ist eine Alliteration. Die Idee dahinter ist, wir lassen diese Simulation, wo alle Namen zufällig zugeordnet werden, nicht nur einmal laufen, sondern 10.000 Mal. Das heißt, wir haben 10.000 von diesen Namenslisten und jedes Mal sind die Namen ja bunt durcheinander gemischt. Und dann gucken wir für jede dieser 10.000 Simulationen, wie hoch ist der Anteil der Alliteration. In der Realität hatten wir für den Anteil der Alliterationen ja diesen Wert hier von 0,054. Und jetzt zur Simulation, wir haben hier wirklich 10.000 Mal die ganzen Werte durchgemixt und erhalten hier jedes Mal einen anderen Wert für den Anteil der Alliteration der Namen. Und es kann hier dann manchmal sein 0,056, 0,06, also ganz viele Werte, jedes Mal ein kleines bisschen unterschiedlich, weil es natürlich Zufall ist. Die Verteilung dieser Werte, die gucken wir uns jetzt mal an. Hier haben wir folgende Grafik und wir sehen die Werte, die variieren. Die sind nicht jedes Mal das gleiche, ist ja Zufall. Wenn man Vornamen und Nachnamen also einfach zufällig durcheinander würfelt, dann variiert der Anteil der Alliteration so zwischen 4,5% und 6,5%. Und der Anteil in der Realität, der liegt ja bei 5,4%. Wenn wir diesen Wert jetzt in unserem Plot einzeichnen, dann müsste der ungefähr hier so liegen. Das heißt, auch wenn wir in einer Realität leben würden, wo der Vorname zum Nachname einfach zufällig gewählt wird, wäre so ein Wert hier von 5,4% für den Anteil der Alliteration
Situationen durchaus denkbar. In der Statistik macht man jetzt das Folgende. Man guckt sich an, wie die Werte verteilt werden, wenn es einfach Zufall ist. Dann guckt man sich den tatsächlichen Wert an. Wenn der tatsächliche Wert weit genug vom Zufall entfernt ist, sagt man, okay, das ist ein bisschen suspicious, das ist wahrscheinlich kein Zufall. Wenn der tatsächliche Wert aber sehr nah einfach am Zufall dran ist, dann sagt man ja, okay, der tatsächliche Wert, das ist auch einfach Zufall, dass der da ist. Das ist kein wirklicher Effekt. Unser tatsächlicher Wert ist hier jetzt sehr in der Verteilung drin und dadurch wahrscheinlich Zufall. Aber ab welchem Wert würden wir dann jetzt sagen, okay, das ist kein Zufall mehr? Und dazu hat man sich Folgendes überlegt, Signifikanzniveaus. Man legt meistens ein Signifikanzniveau von 5% fest. Das heißt, von dieser Zufallsverteilung hier würden wir 5% abschneiden, also 2,5% an dem Ende hier und 2,5% an dem Ende. Und wir sagen, okay, wenn ein Wert so extrem von der Mitte hier abweicht, dass es in den oberen oder den unteren 2,5% ist, okay, dann ist sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich Zufall ist, dann ist wahrscheinlich wirklich ein Effekt da. Was wir hier aber sehen ist, der Wert ist nicht in den oberen oder unteren 2,5%, das heißt, wahrscheinlich ist es einfach Zufall. Alliterationen kommen also nur zufällig häufig vor, als würde man Nachnamen und Vornamen einfach zufällig aussuchen. Es gibt also nicht einen großen Anteil von Eltern, die sich denken, ach, mein Kind muss unbedingt eine Alliteration im Namen haben. Es könnte aber auch eine andere Erklärung geben. Es könnte ja auch sein, dass es zwei Sorten von Eltern gibt. Die einen denken sich, bloß keine Alliteration, wir werden das auf jeden Fall vermeiden. Und die anderen denken sich, ja, wir wollen unbedingt eine Alliteration. Und weil das zu beiden Extremen geht, könnte es dann im Mittel sich wieder ausbalancieren, sodass es wie Zufall aussieht, obwohl Eltern sich vielleicht schon Gedanken darüber machen. Das ist jetzt vielleicht nicht das spannendste Ergebnis bei einer Datenanalyse, weil es ein sogenannter Null-Effekt ist, also Zufall. Aber trotzdem ist es wichtig, solche Null-Effekte trotzdem zu berichten. Auch wenn es keinen Effekt gibt, ist das eine sinnvolle Information, die Leuten helfen kann. Es kann natürlich auch sein, dass Bundestagsabgeordnete einfach nur sehr seriöse Eltern haben, die nicht wollen, dass ihr Kind eine Alliterationswitzfigur wie Benjamin Blümchen wird und dass wir deshalb so wenig Alliterationen hier haben. Weiß man nicht. Interessant wäre es natürlich auch, wie das in anderen Kulturen aussieht. Ob es vielleicht irgendeine Kultur auf der Welt gibt, wo das wirklich Mode ist, jedes Mal eine Alliteration zu verwenden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war von der Datenanalyse her nicht zu kompliziert für dich. Lass mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Das war's von mir. Bis nächste Woche um 4.